Heute stelle ich euch die Tomate Lucky Tiger vor. Sie ist eine neuere Sorte des Züchters Fred Hempel aus den USA. Die Lucky Tiger gehört zu einer Sortenreihe des Züchters Fred Hempel, die auch alle den Beinamen Artisan tragen. Somit ist das offiziell die Artisan Lucky Tiger. Weiter gehören zu dieser Reihe die Artisan Pink Tiger, die Artisan Green Tiger und die sehr beliebte Artisan Blush Tiger, besser bekannt als Blush. Die seht ihr jetzt hier auf diesen Bildern, die mir zur Verfügung gestellt wurden von Heinrich dem Meistergärtner, Sascha vom Kanal Self Bio und der lieben Carmen vom Kanal Carmens Kleine Welt. Ja, alle Tomaten dieser Reihe sind wirklich sehr hübsch, sehen sich sehr ähnlich in der Form, sind halt von der Farbe her etwas unterschiedlich. Ich möchte das auch nur kurz andeuten, da ich zu weiteren Sorten noch weitere Sortenvorstellungen machen möchte. Aber zum Verständnis über den Züchter und über diese Linien wollte ich euch das kurz einmal erklären. So, und dann machen wir jetzt weiter mit der Lucky Tiger. Hier sehen wir jetzt die Jungpflanze der Lucky Tiger und wie man ganz deutlich sehen kann, bildet sie ganz viele Geiztriebe, die auch sehr stark wachsen. Und ja, dadurch hat die Pflanze mir natürlich von alleine gesagt, dass sie sehr wuchsfreudig ist und deshalb habe ich mich dafür entschieden, sie im Gewächshaus dreitriebig zu ziehen und im Freiland, da es hier in der Region etwas kühler ist, wollte ich es dann mit einem Trieb versuchen. Ja, und jetzt schauen wir uns die Pflanze nochmal genauer an. Die Blätter sind nämlich wirklich besonders. Am Anfang dachte ich, die Pflanze sei krank, bis ich dann aber einfach festgestellt habe, dass mehrere Sorten dieses Züchters anscheinend diese Blattform haben, beziehungsweise dieses Aussehen. Und zwar, ihr seht es selber, die Blätter haben ja diese feinen Spitzen, die sich teilweise nach oben biegen oder so leicht einkräuseln. Das sieht ein bisschen zottelig aus, aber trotzdem sehr hübsch. Ja, und wenn ihr euch jetzt überlegt, diese Sorte anzubauen, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Wenn ihr die Jungpflanze seht und sie zeigt dann diese Blätter, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Sie ist nicht krank, es ist einfach sortentypisch. Ja, und sie ist auch sehr blühfreudig, also sie bildet bis in den Herbst hinein durchgehend Blüten in sehr guten Abständen. Das seht ihr jetzt gleich noch, wenn ich euch die Pflanze mal genauer zeige. Jetzt schauen wir uns mal an, wie ich die hier im Gewächshaus gezogen habe. Dreitriebig, habe ich ja eben schon erwähnt. Und ich musste sie ein wenig runterhängen, weil sie wirklich so stark wächst. Sie ist ungefähr unter dem Gewächshausdach, das 2 Meter ungefähr hat an dieser Stelle. Und ich musste alle Triebe schon etwas abhängen. Das heißt, sie ist wahrscheinlich schon bei 2,20 Meter angelangt. Und überall sind Rispen in wunderschönen, kurzen Abständen. Man hat also wirklich viel zu ernten und alles sitzt voll. Das war jetzt der erste Trieb. Jetzt zeige ich euch den zweiten Trieb. Da sieht man auch schon, da sind Rispen. Die ist auch schön voll. Dann weitergeschaut. Da hinten versteckt sich noch eine Rispe. Und so weiter und so weiter. An einer Rispe wachsen ungefähr 6 bis 8 Früchte, die ausgereift dann, ja, ich würde sie mal als spitze, flaschenförmige Kirschtomate bezeichnen, im Gewächshaus dann vielleicht doch Richtung spitze Flaschentomate. Unreif sind sie zuerst grün, bekommen dann diese Streifen, die sich dann langsam gelb färben. Und wenn die Früchte dann weicher werden und sich diese rosarote Färbung in den Streifen ergibt, dann sind die Früchte reif und ihr könnt ernten. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Hier seht ihr jetzt eine Gewächshausfrucht und eine Frucht aus dem geschützten Freiland. Die aus dem geschützten Freiland ist deutlich kleiner und spitzer, die aus dem Gewächshaus größer und etwas rundlicher.
Aufgeschnitten machen sich jetzt deutliche Unterschiede bemerkbar. Die Frucht aus dem geschützten Freiland, die unten liegt, ist deutlich fester, aber knackig fest und hat weniger Gallertmasse, ist deutlich, deutlich aromatischer und würziger. Die Frucht aus dem Gewächshaus, die ich da jetzt gerade probiert habe, die ist viel weicher, ist auch häufig aufgeplatzt, ist dadurch natürlich saftiger, aber auch wässriger und hat viel weniger Aroma. Ja, und jetzt kommt meine Empfehlung für diese Sorte. Ja, da sie auch im geschützten Freiland sehr lange gesund ist und auch sehr vital, empfehle ich den Anbau im geschützten Freiland oder unter einem Tomatendach oder Tomatenhaus, denn davon profitiert eindeutig der Geschmack dieser Sorte. Wenn ihr diese Sorte allerdings im Gewächshaus anbauen möchtet, dann achtet ein wenig darauf, dass ihr nicht übermäßig gießt. Das führt dazu, dass die Früchte prall werden und dadurch auch eindeutig an Aroma verlieren. Außerdem platzen sie auf und das wäre einfach viel zu schade. Aber ob Gewächshaus oder Freiland, die Sorte ist auf jeden Fall sehr süß. Die wichtigsten Infos über die Lucky Tiger findet ihr wie immer zum Nachlesen unten in der Infobox. Wenn ihr euch für weitere Sortenvorstellungen interessiert, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und bleibt auf dem Laufenden, wenn ich euch demnächst weitere Sorten vorstelle. Hier zum Beispiel die, aufgepasst, Artisan Sunrise Bumblebee, die gestreifte Schönheit, oder die Aromabombe Barry's Crazy Cherry. Vielen Dank fürs Zuschauen.